Ich grüße euch, Leute. Spontane Ausgabe zum neuen Tab Mania Spiel. Ich habe mich gestern mal ein bisschen mit dem Spiel befasst und muss sagen, es ist weitaus mehr als nur Rumgeklicke, definitiv, und macht auch definitiv Spaß. Das erste, was interessant ist, wenn man halt nach einer Weile sich wieder einloggt, ist jetzt hier bei mir über Nacht, kann man dann natürlich Geld abstauben, was die Superstars in der Zeit für einen gesammelt haben. Man kann das verdoppeln, indem man sich einen Werbespot anguckt, machen wir jetzt aber nicht. Und wir sehen schon mal direkt, ein Event ist am Start, das werden wir uns gleich auch mal angucken. Und man kann sich Battleground Packs holen. Oh Mann. So, ganz kurz zu dem Spiel. Ihr seht, ich bin jetzt Stage 100, kurz davor die erste Prestige-Stufe zu erreichen. Ihr müsst jetzt hier auch gar nicht drum, lasst ihr ruhig kämpfen. Ihr könnt hier ruhig im Menü mal ein bisschen rumklicken. Hier oben sind schon wieder neue Erfolge für uns am Start. Hier Triple H ist, warum kann ich es nicht auswählen? Okay, ja, ist eine gute Frage. Dann können wir hier, es sind immer so Aufgaben mit drin. Kaufe 4 Skills und dafür kriegt man dann 5 Splitter von Kevin Owens. Splitter muss man halt sammeln, um sich Karten freizuschalten. Könnt ihr euch auch mal ganz kurz hier angucken. Hier unten seht ihr dann, wie viele Splitter ihr von dem jeweiligen Superstar habt. Und dann könnt ihr die halt auch freischalten. Und hier sind auch wirklich welche dabei. Es ist halt so ein bisschen der Sammeltrieb wieder geweckt, dort was zu machen. Dann auch ganz interessant, Big Cass, die das Spiel jetzt schon ein bisschen gespielt haben, hat man halt, am Anfang kriegt man den und irgendwann kriegt man nochmal ein paar Splitter. Und dann kann man den guten upgraden. Und das machen wir jetzt hier auch mal. Wir sehen, der Schaden wird dann enorm erhöht. Und wir werden ihn jetzt mal upgraden. Sehr schön. Big Cass, jetzt 2 Sterne, seht ihr hier. Schaden wird erhöht, Trefferpunkte werden erhöht und neue Grenze wird erhöht. Dann zeige ich euch auch gleich, wenn ihr hier unten auf Shop geht, seht ihr hier Vorteilspunkte, werden immer 25 gesammelt. Ihr könnt die auch einsammeln, wenn die 25 noch nicht erfüllt sind. Also wenn jetzt hier 8 von 25 steht, könnt ihr trotzdem einsammeln. Alle 4 Stunden gibt es ein Pack, wo ihr euch Splitter holen könnt. Wir haben jetzt hier für die gute Nikki Bella 3 Sterne Superstar 3 Splitter gekriegt. Gut, könnten wir uns jetzt hier eine Werbung angucken für eine kostenlose Karte. Mache ich jetzt in dem Video nicht. Nervt ja auch ein bisschen. Und dann, was auch ganz cool ist, wenn ihr, oh, hier war der Koffer, den haben wir jetzt verpasst. Wenn ihr auf euren Superstar hier geht, das ist die Bimmel hier vorne, unten in der Mitte. Oh, da wollte ich jetzt nicht drauf drücken. Hier auf Superstar. Dann geht ihr hier drauf und könnt ihn, ja, gewisse Ausrüstungsgegenstände anlegen. Ich werde jetzt mal für Kopf, ich hatte jetzt einfach nur, dass mehr Cash zusammenkommt, aufgehabt über Nacht. Mache jetzt hier TP, das sind quasi die Technikpunkte, sage ich jetzt mal, die Manöver der Spieler haben. Und habe hier nochmal 40% alle Schaden Spieler. Das ist so ein bisschen meine Ausrüstung, wenn ich jetzt hier am Angriff bin. Und bevor wir jetzt hier unser, ich will ein kleines Pack-Opening machen und nochmal bei dem Event reingucken, werden wir ganz einfach mal den Stage 100 Gegner fertig machen. Das wird jetzt, denke ich mal, überhaupt kein Problem sein, weil wir ganz einfach übelst gelevelt haben. Das war's schon, Leute. The Rock ist beeindruckt, du hast Potenzial, aber lass es dir nicht zu Kopf steigen. Wenn du The Rock das nächste Mal siehst, dann blickst du von der Matte nach oben. Gut, wir kriegen ein Pack. Wir kriegen 25 Splitter für The Rock, also der hat 4 Sterne, Leute. Also wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir Level 100, also quasi einmal Prestige schaffen, kriegen wir wahrscheinlich immer wieder Splitter für ihn. Ist natürlich sehr geil. Oh Mensch, Eddie Guerrero. Oh, alle, du willst dich mit mir anlegen, Holmes. Du willst dich in Latino Heat stellen? Ja, komm, Stage 150. Ach so, es geht dann jetzt quasi weiter. Wir haben hier wieder was. Nächste Herausforderung, Miss in Stage, 115 Erfolge, gewinne 100 Main Events. Ja, hier, da gibt's halt auch immer wieder Gold, das ist eine geile Sache. Du hast Prestige freigeschaltet. So, und jetzt kommt das, was ich halt auch noch nicht weiß. Erhalte jetzt Prestige, um einen dicken Schadensbonus freizuschalten und Stage 150 viel schneller zu erreichen. Probier es aus. Okay, also man kriegt dann einen Schadensbonus. Erhalte jetzt Prestige. Ah, hier Stage abgeschlossen, plus 100 Sammelsterne, plus neuer Bonus und du kriegst Vorteilspunkte. Okay, also wir können dann quasi unseren Schaden maximieren, wie ihr gesehen habt, Leute.
Und das machen wir dann aber, ja, das möchte ich jetzt nicht machen, weil ich danach, nach dem Video, nicht so die Zeit habe, weiter zu spielen. Und was auch wichtig ist, Leute, ihr seht hier unten, was das alles kostet, eure Spieler jetzt hier aufzuleveln. Hier oben habt ihr euer Geld und sowas. Und hier darüber steht hier SPS, was so Schaden pro Sekunde, denke ich mal, bedeutet. Könnt ihr hochleveln und dann seht ihr, wie das dann hier steigt. Beim guten Big Cass, ich hoffe, das Geld reicht jetzt, um euch das zu zeigen, reicht es natürlich nicht. Gut, wir müssen jetzt noch einmal machen, kostet 11,6 DD. Und dann wäre dann hier wieder einmal der Balken voll. Dasselbe gilt für die anderen. Wenn dann irgendwann drüber steht, neuer Skill, dann ist dann quasi, wird der Skill gemacht. So, das wollte ich euch erzählen. Ach, hier ist schon Main Event. Gut, da tun wir jetzt hier mal gerade ganz kurz ein bisschen angreifen, den Guten. Ja gut, das war's schon. Gut. Das wollte ich euch erzählen. Ja, mit euren Superstars, wie gesagt, ihr habt, ich habe jetzt hier alle auf 2 Sterne. Den guten Kane gab es auch im Laufe, bis man Level Stage 100 war, hat man den gekriegt, auch direkt auf 2 Sterne. Und hatte schon Stufe 200 gehabt, also es war schon richtig geil. Ach so, und zu den Vorteilspunkten, Leute. Wenn ihr hier auf euren Superstar geht, Info, die haben dann hier jeweilige Manöver. Ihr seht hier, macht allgemein 200% auf Brawler-Schaden. Dafür sind eure Vorteilspunkte. Und da könnt ihr dann halt richtig viel machen. Dasselbe ist mit Affinitäten, also quasi Leute, mit denen er gut kann. Ihr habt dann noch so ein bisschen Biografie, ist eigentlich wirklich ganz nett gemacht. Und ihr könnt natürlich darüber hinaus weiter Splitter für diese Superstars finden, dass sie ganz einfach dann auch auf 3 Sterne kommen, Leute. Hier unten, oh, das war ein Klick zu viel, Leute, das tut mir jetzt leid, sind die anderen, die wir halt haben. Ja, das sind halt noch 1 Sterner, die bringen mir jetzt quasi nicht so viel, deshalb habe ich die jetzt hier noch nicht weiter gelevelt, sondern warte, bis sie wenigstens auf 2 Sterne sind. So, wir gucken mal ganz kurz beim Event rein, Leute. Event freigeschalten, nachdem du das erste Mal Prestige erhalten hast. Ach, du ahnst es nicht, Leute. Naja, dann nützt es alles nicht. Wir werden jetzt Prestige einfach mal aktivieren und gucken mal, was passiert. Auf jeden Fall eine coole Animation. Wähle deinen Typ, Signature Move. Ach, seht ihr, da können wir dann jetzt hier mal ändern. Entfesselt Salve von Angriffen, erhöht kritische Chance, erhöht Teamkraft. Verringert die Signature-Abklingzeit, was natürlich auch geil ist. Betäubt den Gegner, ist jetzt für mich noch nicht so interessant. Erhöht kritische Chance, erhöht Teamkraft. Ich werde Teamkraft mal nehmen. Okay. Ah, guck mal, was wir hier jetzt alles kriegen. Wow, 4 Schaden, jetzt kommst du deutlich schneller voran. Tut mir leid, ich kann gerade nicht. Ach, und ihr seht's, Leute. Es sind alle wieder nach unten gewandert, hier die guten Kollegen. Wir sind jetzt wieder am Anfang von den Stufen her. Ja, auch sehr interessant. Gut, kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich sage mal, die Fähigkeiten, die man mit den guten Kollegen gekauft hat, die haben sie weiterhin. Alles klar, das ist natürlich dann wichtig. Gut, hätte man jetzt so wissen müssen, wenn sie Mist dort auf Stage 150 auf uns wartet, dass wir den Prestige noch nicht aktivieren. Aber Leute, so ist es nun mal. Wir haben hier wieder eine Aufgabe, die machen und die holen wir uns mal schnell ab. Halt das erste Mal Prestige, okay, das Gold holen wir uns natürlich. Aber jetzt, Leute, ach, hier ist hier, oh, seht ihr, jetzt steht hier neu Körper, 30 auf alle TP. Wir lassen das auch mal so, dann jetzt hier 10% alle Schaden, das werden wir auch definitiv machen. Und gucken jetzt aber mal beim Event, Leute. Event ansehen. So, du kannst spezielle Belohnungen und Packs freischalten, indem du Live-Event spielst. Probier es aus. Event beitreten. Im Live-Event startet jeder in Stage 1. Erhalte Prestige, um beizutreten. Du musst Prestige erhalten. Und teilst du triffst Event Stage bei, schreitest sehr viel schneller voran. Ja, Leute, das probieren wir doch jetzt mal aus. Tun wir mal dem Event hier beitreten, ne? Wir wählen mal unseren Typ. Ich nehme jetzt mal, ich weiß nämlich nicht, ob wir jetzt alleine oder gegen viele antreten. Ich nehme jetzt ein, nee, wir lassen das hier. Es wird schon im Team sein. Erhalte 2-mal Prestige. Ach, das ist jetzt unsere Aufgabe. Ach, guck mal, was man da hier kriegen kann. Alter, das ist doch schon wieder krass, wie viel Packs man hier kriegen kann.
Ach, das ist der Rang. Okay. Dann heißt es jetzt quasi, das Event läuft und man spielt trotzdem ganz normal weiter. Das Event geht 24 Stunden. Okay, sehr interessant. Das werde ich dann einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall kann man da echt gutes Zeug abgreifen. Das muss man einfach mal so sagen. Ich werde mir die Battleground Packs jetzt nicht holen, sondern, Leute, wir öffnen jetzt das erste. Was ist hier Vorteile? Ach hier, alles klar. Alle Spieler Schaden. Das wollte ich noch mal ein bisschen hochpushen. Genau, das machen wir jetzt hier auch mal zusammen. Machen das mal auf 5. Und dann ist halt doch hier Brawler-Schaden, Vorteil. Angeber ist was quasi Grünes, Powerhouses, Highflyer. Das werde ich mal machen, weil mein guter Kofi Kingston ist nämlich hier schon ziemlich gut gelevelt bei mir. Ihr seht das auch hier, diese Blitze. Das sind so die Angriffspunkte, also der Schaden, der jetzt so von den jeweiligen Superstars gemacht wird. Oh Leute, wir haben jetzt hier nochmal einen Erfolg. Guck mal, was hier los ist. Erhalte zweimal Prestige. Ach, weil wir in dem Event jetzt quasi dort nochmal am Start waren. Alles klar, ich verstehe, Leute. Auf jeden Fall können wir dann hier auch wieder leveln, unsere Superstars und was weiß ich nicht alles. Leute, es ist ein geiles Spiel. Es ist weit mehr als Geklicke. Und das finde ich auch richtig geil. Wir haben hier schon wieder ein kostenloses Pack. Haben wir das nicht vorhin eingesammelt? Warum auch immer. Ach ja, wir kriegen nochmal ein paar Vorteilspunkte, was natürlich mega nice ist. So, und jetzt gucken wir hier mal. Ich wollte mit euch so ein Super-Pack hier öffnen, weil guckt euch das mal an. Eins kostet 500, 5 kosten 2250, man spart quasi 250. Und jetzt hier ist kein Unterschied, deshalb kann man auch die 5er öffnen. Und Leute, das machen wir jetzt einfach mal. Das kann alles drinne sein. Und wir müssen es ja einfach mal ausprobieren. Leute, Pack Opening, los geht's. Was kriegen wir hier? Wir kriegen 10 Splitter für Big Show. Sehr nice. Hier kriegen wir eine komplette Karte. Wir haben Bo Dallas gekriegt. Zwar ein Stern, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Jeder neue Superstar ist ein guter Superstar. Wir haben Kalisto gekriegt. Auch sehr nice. Jawohl, wir haben Alexa Bliss gekriegt. Ein Techniker, 2 Sterne. Die werde ich definitiv mal leveln. Jawohl, Mann, Alexa Bliss. Und wir haben Bray Wyatt gekriegt. Auch Brawler, was sehr geil ist. Weil mein guter Kane nämlich die Fähigkeit hat, dass alle Brawler mehr Schaden anrichten. Und wenn ich den dann mit drin habe, ja, das ist doch schon wieder geil. Das ist doch schon wieder geil, Leute. Das war unser erstes Pack-Opening. Das ist doch schon wieder super. Und dann können wir die guten, weil das Ding ist nämlich, wenn ihr hier auf eure Superstars mal geht und hier oben mal guckt, die Endgegner haben natürlich auch verschiedene Stufen, sie gehören verschiedenen Charakterklassen an. Und da könnt ihr dann auch euer Team den jeweiligen Gegner anpassen, Leute. Und ich finde es mal richtig sexy, dass wir hier die gute Alexa Bliss gekriegt haben. Und wenn ich mir mal angucke, was wir hier, was die an Schaden macht, das ist ja mal der Hammer. Die hat hier 1300. Die hauen wir doch jetzt hier auf jeden Fall mal rein. Dasselbe machen wir mit unserem guten Bray Wyatt. 1400. Der Gute kommt hier auch definitiv mal in unser Team rein. Ach, ist schon hier auf Level 21. Das ist natürlich super. Und so kriegen wir neue Superstars. Bray Wyatt und Alexa Bliss haben wir jetzt hier am Start. Wie geil ist das denn? Leute, ohne Mist, das Spiel ist viel mehr als nur klicken. Und ich gebe euch auch mal den Tipp. Ich spiele es ja jetzt hier über BlueStacks auf dem Rechner. Und da muss man nämlich nicht klicken, weil ihr nehmt einfach eure Maus und dann könnt ihr hier am Mausrad immer hoch, runter, hoch, runter. Zählt auch als Klick, dann nervt ihr eure Frau nicht, die neben euch sitzt, oder nervt die Umgebung nicht, wenn ihr das jetzt am Rechner spielen solltet. Und ja. Und wie gesagt, ihr müsst ja jetzt hier auch nicht klicken. Ich kann das jetzt auch einfach meine Kollegen hier machen lassen und dann war's das. So, wir werden auf jeden Fall mal hier ganz kurz nochmal unsere guten Leute leveln. Jetzt steht hier nämlich auch neuer Skill drüber. Das bedeutet, wenn das voll ist, haben die alle einen neuen Skill. Oh, Alexa Bliss ist jetzt natürlich schon ziemlich teuer alles, aber das ist mir scheißegal. Ich bin auf jeden Fall richtig happy, dass wir die gute haben. Also guck mal, wir haben die Aufgabe hier, kaufe 4 Skills war gewesen. Deshalb werden wir den guten Bray Wyatt definitiv noch den eingeben und kriegen dann jetzt hier noch Splitter für Kevin Owens. 5 Stück an der Zahl. Richtig nice, ey. Es muss ja ganz einfach vorwärts gehen. Neue Superstars freischalten. Sehr geil, sehr geil.
Und das werden wir heute auf jeden Fall noch machen. Also dann jetzt nicht im Video, keine Angst. Uns die guten Splitter für The Miz noch holen. Also Leute, ich sage es euch, gebt dem Spiel eine Chance. Es ist definitiv cool. Fuchst euch mal ein bisschen rein. Und ich werde definitiv auch ein paar Videos zu dem Spiel machen. Mal sehen, wie lange mir das Spaß macht und sich hält. Auf jeden Fall werde ich das Event jetzt hier einfach mal ein bisschen noch spielen. Das Problem ist nur, ich sehe halt auch nicht, wo ich stehe. Ach hier, Stage 16. Und dann muss man halt gucken, was mir das bringt. Ich bin auf Position 71. Okay, Position 71. Okay, na dann werden wir das Ding doch einfach mal ein bisschen rocken, Leute. Und gucken mal, was dann hier so in Zukunft passiert. Alles klar, das soll es gewesen sein. Schreibt ruhig wieder in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt. Das letzte Video kam ja wirklich gut an, das Spontane, was ich gemacht habe zu dem Spiel. Ich hoffe, dass das in irgendeiner Form so bleiben wird. Und ich danke euch auf jeden Fall vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Und würde sagen, keep on wrestling, keep on tapping. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, Leute. Ciao, macht's gut.